Again, meine lieben Freunde. Again. 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 Freunde, nicht wundern. Was macht der da? Aber ich mache jetzt ganz kurz ein Video darüber, weil sich eine gute Freundin bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Georg, es gibt wieder Neues von Firat und Luana. Und weil diese Videos von Firat und Luana auf meinem Kanal so gut ankommen, habe ich mir gedacht, für die Klicks mache ich alles, Mann. Spaß, Leute, nehmt es mir nicht übel, das war nur Spaß. Egal. Ich mach's für die Klicks, Mann. Okay? So, Freunde, um was geht's denn in diesem Thema? Es geht darum, wir hatten eigentlich das Thema schon erledigt. Luana und Firat haben sich getrennt, etc. Und es war vorbei. Luana ist ihren Weg gegangen und Firat ist seinen Weg gegangen. Beide haben sich auch sozusagen auf Instagram entfolgt, etc. Also, beide sind sozusagen, gehen ihren eigenen Weg so. Go away, man. I am not your. Heute aber, ich poste wahrscheinlich das Video morgen, aber was ist denn heute passiert? Heute hat Firat sowie Luana mehrmals etwas auf Instagram gepostet, an Stories, die sozusagen Nachrichten aneinander waren. Ich glaube, das habe ich gerade so dumm. Heute, meine lieben Freunde, ist aber etwas Komisches passiert, denn... Aber heute, meine lieben Freunde, ist etwas ganz Komisches passiert. Firat sowie Luana haben in ihren Stories Texte geschrieben, ja, oder Nachrichten geschrieben an ihren Fans, wo sie aber aneinander... Ich kann es nicht sagen. Nochmal, Freunde, ich probiere es nochmal. Firat hat eine Story gepostet und hat dann die Luana und die Nachricht war an die Luana. Luana hat etwas geschrieben an Firat und so weiter. Aber wir haben alles mitgelesen. Versteht ihr? Ich krieg die mitgekriegt. Okay, ich hoffe, ihr habt mich verstanden, Leute. Firat regt sich auf, dass Luana dieses Thema wieder anspricht mit ihrem Ex-Freund, also Firat. Und das ganze Thema, er ist halt sauer, weil er sich gedacht hat, dieses Thema hat sich gegessen. Er ist seinen Weg gegangen, sie ihren Weg. Denn sie hat in irgendeiner Story von ihr Firat schlecht dargestellt. Dann hat aber Firat geantwortet und ihr sozusagen, ich bin ganz ehrlich zu euch, indirekt bedroht mit dem Thema. Du weißt ganz genau, was du mit meiner Mutter, also mit seiner Anne, gemacht hat, Anne Firat, und was du alles mit meiner Mutter gemacht hast, wenn ich das nur veröffentlichen würde, würden sogar deine besten Freunde dir aus dem Weg gehen, beziehungsweise die Freundschaft kündigen. Also eine Nachricht, die Luana anscheinend Angst machen sollte oder ihr sozusagen beweisen sollte oder sagen sollte, hör auf damit, geh du deinen Weg und ich meinen, aber hör auf ständig über mich zu reden, sonst werde ich das herumerzählen, was du mit meiner Mutter gemacht hast. Natürlich, meine lieben Freunde, hat dann Luana sich gerechtfertigt und gesagt, ich habe seiner Mutter nichts angetan. Firat hat aber jedoch dann einen Screenshot gemacht von dem und geschrieben, ich als Georg TV sehe das als eine Bedrohung. Ich sehe das als Bedrohung, dass man jemanden vorwirft. Du weißt ganz genau, was du mit meiner Mutter gemacht hast. Ey, ich poste es, weil ich weiß, ich verliere somit Firat als einen guten Zuschauer, Freund etc. Ich weiß, aber ich bin mal ganz real, meine lieben Freunde. Würde ich jetzt ein Mädchen über alles lieben und sie macht Schluss oder etc. Es passt einfach nicht mehr. Beide gehen aus dem Weg, mein Herz ist gebrochen etc. Und die Gefühle sind noch da. Und danach fange ich an, dieses Mädchen zu bedrohen. Dann fange ich langsam an zu überlegen, ob das wirklich wahre Liebe ist. Denn wenn man ein Mädchen über alles liebt, dann kämpft man für sie und bedroht sie nicht. Und wenn dieses Mädchen, und das hört sich gerade sehr schlimm an, Leute, schlecht über einen redet, aber man liebt sie, dann versucht man trotz allem nicht in die Öffentlichkeit das hoch zu pushen, vielleicht privat das klären. Wenn das nicht funktioniert, vielleicht mit Respekt nochmal kurz sagen, ey Luana, hör auf das zu machen, denn ich will das nicht machen. Mit Respekt, weil dieses Mädchen liebe ich oder habe ich geliebt. Aber Texte, Vollspams schreiben mit, dieses Mädchen bringt sich in Schwierigkeiten, ey, wenn ich euch ja nur erzählen würde, was sie mit meiner Mutter gemacht hat, ist nicht das Richtige, ist nicht das Richtige. Es gibt immer diese Menschen, die gerne mit Karten spielen. Machst du das, dann spiele ich diese Karte. Machst du das, dann mache ich diese Karte. Ich nehme Luana nicht in Schutz, Leute. Ich nehme Luana nicht in Schutz. Ich bin neutral, dass Luana in der Story schlecht dargestellt hat, wie Firat erzählt oder keine Ahnung, wie sie das getan hat, war auch nicht richtig. War nicht richtig.
Aber Firat hätte das ganz anders machen können oder anders lösen können. Aber diese Bedrohung ist nicht das Beste. Dass ich jetzt nicht die ganze Zeit Bedrohung, denn viele Leute würden sagen, ja, was ist für Bedrohung, er macht ja nichts. Aber ihr das Vorwerfen, wenn du das noch einmal machst, ey, ich werde sagen, was du getan hast, ich werde sagen, ja, ich halte nicht viel davon, denn ich bin mir sicher, Firat hat auch der Luana sicher Sachen getan, die der Luana sicher nicht gefeiert hat. Es muss nicht alles in die Öffentlichkeit kommen. Und wozu das Ganze? Vergesst nicht, ihr habt euch beide sehr geliebt. Die beste Lösung ist einfach, geh du deinen Weg, aber hört auf in die Öffentlichkeit, euch ständig zu blamieren und ständig sagen, was hat der getan, schau mal, was er getan hat, schau mal, was die getan hat. Leute, wir sind erwachsen, sowas gehört sich nicht in die Öffentlichkeit. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, meine lieben Freunde. Das war meine Meinung. Wenn ihr nicht meine Meinung seid, Leute, dann gebt mir einen fetten Dislike. Aber wenn ihr meine Meinung seid, dann bleibt fair. Gebt mir ein Like und gönnt es mir, meine lieben Freunde. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Boomt den Kanal, Freunde. Mich würde es extrem freuen. Und das war's von mir, meine lieben Freunde. Peace out.